Liebe Jungfrau, das ist deine allgemeine Prognose für August 2020. Bis zum 8. des Monats bildet Merkur eine starke Opposition gegen Pluto, Saturn und Jupiter. Es kann eine Situation in deinem Leben vorhanden sein, die du als sehr hinderlich empfindest. Du könntest dich zutrauen, eine große Angst, die du in dir trägst, zu überwinden. Damit wirst du dich energetisch reinigen und dein Leben einen neuen Schwung geben. Zwischen 1. und 4. des Monats bildet Mars eine Quadratur zu Jupiter. Das heißt, es gibt einen Menschen in deinem Leben, der nichts Gutes mit dir vorhat. Mit dieser Person hast du ein enges Verhältnis. Spätestens bis zum Monatsende wirst du genau wissen, wer dieser Mensch ist. Am 3. des Monats haben wir unseren Vollmond in Wassermann. Du solltest dich bald vollständig von altem Kram befreien, damit du dich freier und wohler fühlen kannst. Diese Aussage betrifft auch das Thema Gesundheit. Zwischen 10. und 13. bilden Mars und Pluto einen Spannungsaspekt zueinander. Geldgeschäfte und große Investitionen sind an diesen Tagen mit vielen Gefahren verbunden. Falls zutreffend, kann ein Nachbar, Arbeitskollege oder Geschwisterteil für viel Unruhe und Unannehmlichkeiten sorgen. Am 14. ist der Mond in Zwillinge und er bildet einen Sextil zu Mars. In kürzester Zeit wirst du vieles erledigen können. Man könnte leicht von seinen Emotionen überwältigt sein. Am 6. ist Uranus rückläufig in Stier und er bleibt rückläufig bis Anfang 2021. Bis dahin können äußerliche Umstände deinen persönlichen Plänen stören oder gefährden. Besondere Aufmerksamkeit wird man den Themen Geld, Versicherung und Geschäften schenken müssen. Zwischen 16. und 18., meine liebe Jungfrau, hast du Venus-Sextil mit Uranus. Die Zusammenarbeit mit anderen Menschen dürfte eine hervorgehobene Rolle an diesen Tagen spielen. In Bereichen der Liebe, Ehe und Partnerschaft sollte man für mehr Abwechslung sorgen, anstatt verkrampft weiterzumachen. Wir haben dann am 19. August einen Neumond in Löwe. Manche Erinnerungen werden wieder wach mit diesem Mond. Bis zum Monatsende solltest du etwas für deine Entspannung und Wohlbefinden tun. Zwischen 20. und 24. des Monats bilden Mars und Saturn einen Quadrat zueinander. An diesen Tagen solltest du Schwierigkeiten darin haben, deine Kraft konstruktiv, zielgerichtet und aufbauend einzusetzen. Es könnte auch zu einem Interessenkonflikt kommen. Eltern können schwierige Situationen mit dem Thema Kind erleben. Zwischen 25. und 29. August bildet Merkur einen harmonischen Aspekt zu Jupiter. Eine Renovierung oder Erneuerung kann in deiner unmittelbaren Umgebung eintreten. Du könntest eine neue Aufgabe erhalten oder dich für einen wichtigen Termin vorbereiten. Die Themen Bildung und Reise sind bei den meisten Jungfrauen begünstigt. Und dann zum Schluss, zwischen 30. und 31. August bilden Venus und Pluto eine Opposition. Wenn du vieles für einen Menschen tust, dann dürftest du dafür keine Dankbarkeit erhalten. Man sollte sich nicht in eine Situation einlassen, in der man wieder massiven Kontrollverlust erleidet. Meine liebe Jungfrau, mit diesen Aussagen bin ich fertig mit der allgemeinen Prognose für August 2020. An dieser Stelle bedanke ich mich ganz herzlich für deine Aufmerksamkeit. Bleib gesund, viel Glück und bis zum nächsten Video.